Der Titel von unserer Arbeit heisst Kundenzufriedenheits- und Bedürfnisanalyse im pharmazeutischen Sekundärverpackungsmarkt. Und dabei haben wir einerseits Experten, aber auch potenzielle und bestehende Kundschaften befragt. Am Anfang war eigentlich viel Planung dahinter, vor allem Zeitplanung, dass wir mit dem ganzen Projekt durchkommen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir die ganze Arbeit grafisch mal dargestellt haben mit dem Ablauf, wie wir vorgehen wollen. Also vor allem der Ablauf hat uns wirklich geholfen, damit wir die Arbeit auch flott durchbringen können. Die größte Herausforderung war, dass wir eigentlich gesagt haben, wir möchten auch potenzielle Kunden befragen. Es war wirklich sehr schwierig, dass wir Kunden befragen, um der K&D die Hilfe zu ermöglichen, da und da müssen wir jetzt machen, um neue Kunden zu akquirieren. Was unser Projekt noch ausmacht, ist sicherlich, dass wir auf einem sehr hohen Niveau ausgewertet haben, statistisch ausgewertet haben. Wir haben ganz klar der K&D zeigen, wo sind die Hebel. Wo können Sie die tätigen in Zukunft, damit Sie zum Beispiel die Gesamtzufriedenheit verbessern können? Beispielsweise Zuverlässigkeit, wenn Sie also die Zuverlässigkeit um 10% erhöhen. Um wie viel wird sich die Gesamtzufriedenheit erhöhen? Also wir können Ihnen genau aufzeigen, wo sind da Zusammenhänge. Für mich ist es eine ganz spezielle Erfahrung, weil vor 6 Jahren bin ich selber als Student da gestanden und habe die Kundenzufriedenheitsanalyse mit einer Projektgruppe durchgeführt. Und jetzt darf ich den Auftrag auch vergeben. Der Coach war super, er hat uns mega viel geholfen. Er war nicht nur ein Coach, er war auch mehr ein Kollege, ein Partner. Wir haben viel diskutiert, er hat uns Inputs gegeben, wir haben Inputs gegeben. Nachher konnten wir so wie ab und zu einen Zwischenweg finden und so das Bestmögliche in die Arbeit integrieren. Das, was mir selber auch sehr stark aufgefallen ist bei dem Team, ist zum Beispiel, dass sie eben sehr komplexe Methoden wie eine multiple Regressionsanalyse oder die Verwendung von einem Management-Cockpit angewendet haben. Und das ist doch etwas, was diese Arbeit auszeichnet. Für K&D ist es sicher so, dass wir uns über diese Nomination sehr freuen. Aber insbesondere freuen wir uns für die Studentengruppe, die einen sehr guten Job geleistet hat, die einen sehr grossen Aufwand betrieben hat, dass die Arbeit, die sie hier geleistet haben, auch entsprechend honoriert wurde.